Kennst du die Namen Gottes? Hast du dich schon mal damit beschäftigt, dass Gott viele Namen hat und dass in diesen verschiedenen Namen sein Charakter und die Eigenschaften, die Gott hat, enthalten sind? Da heißt es, Gott ist unser Arzt, Gott ist unser Versorger, Gott ist das Feldzeichen in unserem Leben, Gott ist der Retter. Alle diese verschiedenen Namen sprechen davon, dass Gott etwas in unser Leben hineintragen will, was unser ganzes Leben ausrichten soll. Als wen kennst du Gott? Vielleicht hast du deine Beziehung zu Jesus gefunden, dass du gesagt hast, ich habe mich bekehrt und Jesus ist Herr in meinem Leben. Aber vielleicht hast du dich nicht viel damit beschäftigt. Du hast dir einfach gedacht, das reicht für mein Leben. Ich kenne einige Christen, die dann, wenn sie in notvolle Situationen kommen, einfach merken, dass sie nicht wirklich in dieser Tiefe Gott kennen. Dass sie eine Beziehung zu Jesus haben, dass sie sich bekehrt haben, ja, aber sie wissen nicht wirklich, wenn Herausforderungen kommen, was ist denn Gott in meinem Leben? Wer ist Gott in meinem Leben? Antwortet er mir? Kümmert er sich um mich? Im Psalm 91 lesen wir, er liebt mich, darum will ich ihn retten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn erhören. Er ruft mich an, darum will ich ihm antworten. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich möchte dir heute sagen, es ist einfach wertvoll für dein ganzes Leben, wenn du in diesen guten Zeiten, wo die Herausforderungen nicht so stark an deinem Leben dran sind, wenn du da wirklich dich eingräbst in das Wort Gottes und sagst, Herr, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte wissen, wer du in meinem Leben wirklich bist. Weißt du, viele Leute halten die Bibel für wahr. Sie haben das Wort Gottes und sagen, ja, das stimmt. Aber sie sind nicht wirklich in dieser Tiefe hineingegangen, wo sie über den Heiligen Geist gelehrt werden, wer Jesus wirklich in ihrem Leben sein will. Wer Gott in ihrem Leben sein will, dass Gott wirklich der Versorger ist. Dass wirklich Gott der Arzt ist. Dass wirklich Gott sich um dich kümmert in der Situation, in der du bist. Ich möchte dir heute wirklich Mut machen. Beschäftige dich mit dem Wort Gottes und forsche darin, wer ist Gott? Grab dich da ein bisschen tiefer rein. Wer ist Gott in meinem Leben? Wie steht die Beziehung zwischen mir und Jesus? Ist da wirklich eine Beziehung gewachsen? Mehr, als ich am Anfang hatte, als ich mich bekehrt habe? Habe ich mehr Zugewinn da in dieser Beziehung erlebt? Kann ich wirklich sagen in den Herausforderungen, ja, ich weiß, Jesus liebt mich, er antwortet mir, ich bin mit ihm im Gespräch, er ist bei mir in der Not und er wird einen Ausweg schaffen. Ich ermutige dich, grab dich ganz tief in dieses Wort Gottes ein und lerne Gott besser kennen. Gott hat mehr für dich.